Igor ist vom Schicksal hart getroffen. Er ist von den Schultern an abwärts gelähmt. Er kann Arme und Beine nicht mehr bewegen und wird sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Seine Wirbelsäule ist stark geschädigt worden. Wie man hier sehen kann, ist das Rückenmark durchtrennt und die Nervenbahnen dadurch so geschädigt, dass die Impulse für Arme und Beine vom Gehirn nicht mehr weitergeleitet werden können. Doch was Igor zu einem seltenen Phänomen macht, ist nicht seine Behinderung, sondern seine Art, mit der Behinderung umzugehen. Er sieht sie nicht als Ende, sondern als Neuanfang. Motiviert die Bewohner sehr stark auf dem Wohnbereich. Er fährt mit seinem Elektrorollstuhl, den er über die Kopfsteuerung bedient, in die Zimmer der Bewohner, liest ihnen dort Geschichten vor, erzählt ihnen auch sehr viel, so dass die Bewohner das Gefühl haben, wertvoll zu sein. Igor regt die Bewohner an, nach draußen zu fahren, in die Stadt, in den Park oder einfach nur vor die Tür. Er motiviert die Bewohner, mit ihren schweren Erkrankungsbildern klarzukommen. Sein Motto ist, immer nach vorne zu schauen, und dieses zeigt er auch sehr stark auf dem Wohnbereich den Bewohnern. Wenn man von den Schultern abwärts gelähmt ist, fühlt es sich so an, als ob man in Beton gegossen wurde, als ob der Körper tot wäre. Ab und zu versuche ich meine Hand zu bewegen und es macht vielleicht einen hoffnungslosen Anschein, schließt aber kein Wunder aus. Ich war auf einem Geburtstag und bin nach Hause gegangen, um mir die Schuhe zu wechseln. Ich ging durch das ungewöhnlich leise Treppenhaus nach oben in den dritten Stock. Als ich vor meiner Tür stand, nahm ich meine Schuhe, setzte mich auf das Geländer und verlor das Gleichgewicht. Ich lag 3 Wochen im Koma, wusste nicht, wo ich war und was mit mir geschehen ist. Ich glaube, meine Mutter war diejenige, die mich darüber unterrichtet hatte, dass ich außer meinem Kopf meine Schultern nichts mehr bewegen könnte, da ich mit dem Genick auf eine Stufe gefallen bin. Ja, es war selbstverständlich ein Schock und die nächsten Wochen und Monate waren nicht gerade einfach für mich. Ich habe sehr viel nachgedacht und mir über Dinge in den Kopf zerbrochen, wie beispielsweise die Frage, wieso ich? Jedoch kam irgendwann der Umschwung, als ich mich mit einem Therapeuten unterhielt. Er stellte mir diverse Hilfsmittel vor, die mir das Leben vereinfachen sollten. Als ich erfahren habe, dass es so etwas gibt, fühlte ich mich wie neugeboren und habe mich umfassend mit dem Thema beschäftigt. Es hat zwar lange gedauert und ich wohnte schon im Pflegezentrum St. Aloysius, doch als die Hilfsmittel da waren, hat sich mein Leben schlagartig verändert. Ich konnte wieder selbstständig den Fernseher bedienen, ins Internet gehen und dort mir Videos anschauen, chatten und mit seinen Freunden einfach in Kontakt bleiben, einfach an ihrem Leben teilhaben. Ich konnte endlich wieder meiner Leidenschaft der Musik nachgehen, Töne kreieren und Kompositionen erschaffen, mich einfach nur beschäftigen und ein Ziel verfolgen. Außerdem konnte ich seit so langer Zeit wieder nach draußen fahren, frische Luft einatmen und die Sonne auf mein Gesicht scheinen lassen. Ein Gefühl, das einem sehr vertraut ist und doch so fremd war. Gerne fahre ich in die Stadt. Und auch wenn ich auf Hilfe angewiesen bin, ist es doch so, dass man sich fast schon wie ein gesunder, ganz normaler Mensch fühlt.